Einen schlammtastischen Tag, verehrte Freunde, und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal GamingGuides.de. Ich glaube, ich spreche für jeden Einzelnen da draußen, dass das Warten auf ein Minecraft-Update manchmal bzw. immer sehr langatmig werden kann. Also jetzt vor allem beim Fall des 1.17-Updates, da es ja jetzt auch noch in zwei Teile geteilt wird und man auf einige Features, auf die man sich vielleicht am meisten gefreut hat, jetzt sogar noch länger warten muss. Nun denn, ich glaube, das Positive daran, vielleicht auch das einzige Positive daran, wir haben mehr Zeit, um uns auf das Update vorzubereiten. Und können dann auch perfekt vorbereitet wie King Kotlet ins neue Update starten. Und damit dieser Fall auch für jeden da draußen eintritt, beginnen wir heute damit, uns alles Wichtige zum Deep Dark Biom anzuschauen. Vielleicht gibt es ja auch heute einige Dinge, die du selber noch gar nicht so genau wusstest. Mal sehen, wer weiß. Wenn dir solche Videos gefallen sollten, vergiss auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren und auch das Video positiv zu bewerten. Beides kostenlos und hilft dem Kanal enorm weiter. Vielen, vielen Dank und bleibt auf jeden Fall gesund, Leute. Bevor wir uns allerdings die einzelnen Fakten anschauen, klären wir erst einmal die Frage: Was ist überhaupt das Deep Dark? Nun, das Deep Dark wird eines der neuen Höhlenbiome sein. Und auch wenn diese Grafik hier nicht ganz korrekt ist, weil sie von vor 7 Monaten ist, stellt sie gut bildlich dar, wo sich das Deep Dark befinden wird. Nämlich in den tiefsten des Höhlen, so ja auch der Name. Als wäre das nicht schon gruselig genug, Deep Dark, ganz weit unten in den Höhlen, ganz dunkel, werden im Deep Dark auch noch diese neuen Skalkblöcke verteilt, zu denen wir gleich noch genauer kommen werden, und der Warden halt generiert. Und der treibt halt sein Unwesen. Also wirklich halt der Typ, den man laut Mojang aufgrund seiner Stärke nicht bekämpfen soll, sondern lieber das Weite sucht, wenn man ihn sieht. Und das ist halt schon creepy as fuck. Somit kann man aber schon mal festhalten, dass das Deep Dark immer unter einer Höhe von Y0 generiert wird. Dies bedeutet aber nicht, dass alles unter dieser Höhe das Deep Dark ist. Es gibt natürlich auch noch normale Höhlen, die mit Deep Slate ausgeschmückt sind, etc., die dann halt nicht das Deep Dark sind, logischerweise. Dieses Biom wird wahrscheinlich eher seltener generiert und das halt auch mit großem Abstand zwischen den verschiedenen Deep Darks, wenn es mehrere gibt, müsste ja theoretisch. Ich meine, stellt euch einfach mal vor, wirklich 2 Deep Darks nebeneinander mit 2 Warden, das kann man, glaube ich, niemandem antun, oder? Somit kann es also wirklich gut sein, dass das Deep Dark Biom als solches sehr, 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 sehr selten sein wird und somit den Fund umso aufregender macht. Wie eben auch schon erwähnt, gibt es mit dem Deep Dark ja das neue sogenannte Skalk. Also das Skalk erinnert stark an eine Art Virus, welches sich irgendwie über die Blöcke ausbreitet. Das sieht schon echt cool aus. Und vom Skalk gibt es insgesamt bisher 5 verschiedene Blöcke. Da hätten wir den sogenannten Skalk-Sensor, der berühmteste von allen, der jegliche Art von Bewegung und auch Vibration einfängt und dadurch halt ein Redstone-Signal von sich gibt. Den Skalk-Shoot im Englischen, dessen Optik stark, also noch mehr an das Ende erinnert als die anderen Blöcke. Den Skalk-Block logischerweise an sich, die Skalk Venen, die sich auch nochmal wie ein Moosteppich auf dem Boden ausbreiten mit der Zeit, und zu guter Letzt den Block, den die wenigsten Leute eigentlich kennen dürften, die Skalk-Falle. Was genau es mit dieser auf sich hat, ist zwar noch unbekannt, jedoch wird logischerweise vermutet, vor allem aufgrund der Textur, dass sobald der Spieler über diese Falle läuft, warum auch immer, und für einen Moment festgehalten wird, also du läufst da drüber, wirst irgendwie geschnappt, festgehalten und kannst dich für eine kurze Zeit nicht bewegen, was ja auf der Flucht vor dem Warden das sichere Ende für dich sein wird, weil er ist enorm schnell. Er haut dich mit 2 Schlägen kaputt, obwohl du voll Netherite bist. Das kann auf jeden Fall ins Auge gehen. Deswegen solltest du immer wachsam sein, wenn du da durch das Deep Dark läufst. Also Skalk-Fallen sind auch nochmal besonders gefährlich. Doch warum sollte man freiwillig da runtergehen, fragen sich sicher einige von euch. Nun, im Deep Dark wird es natürlich auch Loot geben. Da wird nämlich eine kleine Hütte, die Warden-Hütte, generiert. Diese Hütte konnte man bereits auch so ein bisschen im Minecraft-Live-Clip gut sehen. Ich weiß nicht, ob das wirklich das Endding ist oder das Ganze nur ein Prototyp ist. Ich habe es einfach mal nahegestellt. Neben Fässern, Spinnennetzen, Kerzen und Schmelzöfen gibt es hier auch einige Truhen. Und in diesen Truhen, wer hätte es gedacht, soll sich laut der Minecraft-Developer sehr, sehr wertvoller Loot befinden. Und er soll wirklich enorm wertvoll sein, laut der Developer. Der es also wirklich rechtfertigen soll, dass der Spieler sich nach ganz, ganz unten wagt und einfach mal den Loot schnappen möchte, in Anführungsstrichen. Möchte ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema, das muss man erstmal schaffen. Was das genau sein könnte, ist allerdings immer noch ein großes Geheimnis. Falls ihr da Ideen oder Wünsche habt, gerne mal in die Kommis. Es kann sich natürlich auch noch um neue Items halten, die wir noch gar nicht kennen. Müssen wir mal abwarten. Eine wirklich interessante Sache, wie ich finde, ist auch noch die Mechanik, die das Licht betrifft. Also es scheint halt wirklich so, als würde dem Spieler klar gemacht, dass der Warden im Anmarsch oder halt in der Nähe ist, da das Licht in regelmäßigen Abständen immer wieder gedimmt wird, wenn man das so sagen kann. Es wurde halt auch bestätigt, dass dies in solch einer Form auch wirklich ins Spiel kommt, sodass der Warden auch die Sicht des Spielers nochmal so ein bisschen beeinflussen kann. Irgendwie lustig, weil er selber komplett blind ist. Der denkt sich dann nur so, ich bin blind, mein Freund, du wirst auch blind. Also das macht es dann nochmal um
umso schwieriger, vielleicht nicht in die ein oder andere Falle zu laufen, weil du halt nicht so viel siehst. Ist schon auf jeden Fall eine coole Mechanik und macht alles nochmal umso gruseliger. Was auch im Minecraft Live Clip hervorgeht, ist, dass das Deep Dark einen eigenen Soundtrack hat, wenn man das so sagen kann oder haben wird. Ob es genau der gleiche ist wie im Clip, weiß man zwar nicht, allerdings finde ich ihn dort schon sehr, sehr atmosphärisch. Also so oder so, eine eigene Stimmung wird mit solch einer Musik immer generiert und die beim Erkunden dann auch nochmal dafür sorgt, dass du dir nochmal in die Hosen machst. Aber ich finde es schon sehr, sehr spannend und hat mich auch mega gefreut zu hören, dass es da auch nochmal andere, ja, Umgebungssoundeffekte für die Höhlen allgemein gibt. Vor allem halt für das Deep Dark, da können wir uns, denke ich mal, auf einige gruselige Sachen einstellen. Vor allem jetzt, wo sie noch mehr Zeit haben, das zu perfektionieren. Das wird auf jeden Fall ein gruseliges Minecraft sein nach dem Update. Die eben gezeigten oder auch genannten Skulk-Sensoren nehmen ja jegliche Art von Bewegung oder Vibration von Spielern und auch anderen Entities auf, wie ihr wisst. Und diese helfen also wirklich dem Warden, der wie bekannt ja und eben auch erwähnt blind ist, den Spieler zu lokalisieren. Genau wie seine Sensoren, die er ja auf dem Kopf trägt. Wie gut auf jeden Fall, dass man die, ja, Skulk-Sensoren umgehen kann. Ganz, ganz einfach. Also sei es jetzt durch Sneaken und somit halt langsames Bewegen logischerweise oder ganz einfach durch Wolleblöcke. Jegliche Aktionen wie Springen oder den Wolleblock allgemein platzieren und darauf herumspringen und sprinten geben keinen Ton von sich und sind somit unhörbar für die Sensoren oder halt auch für den Warden nicht lokalisierbar. Das ist natürlich ganz, ganz praktisch und somit macht es natürlich Sinn, jede Menge Wolleblöcke ins Inventar zu packen, bevor man in die Tiefsten des Deep Darks geht, würde ich sagen. Noch als kleiner Mini-Bonus-Fakt am Rande, vor allem für die Frage, die auftreten wird, wann kommt das Deep Dark und der Warden? Nun, dieses Biom, wie auch der Warden, wie gesagt, werden wohl oder übel erst Teil des 1.18-Updates werden und somit gehören sie zum zweiten Teil des großen Höhlen-Updates, was natürlich sehr traurig ist. Aber somit können wir halt wirklich erst mit diesen Features Ende des Jahres rechnen. Meistens ist das so in der Weihnachtszeit im Dezember, kurz vor den Weihnachtsferien, wird dieses Update dann erscheinen. Und was wusstet ihr, beziehungsweise was wusstet ihr noch nicht oder was war neu für euch? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, wie auch eure allgemeine Meinung zum Deep Dark. Also was würdet ihr euch da wünschen? Was soll dort unten noch so sein? Sei es jetzt irgendwelche Mechaniken, was, ich weiß nicht, Licht oder Musik oder etc. angeht. Ab damit wirklich mit allen Fantasien gerne in die Kommentare. Würde mich sehr, sehr interessieren. Und ich denke mal, nächstes Mal schauen wir uns dann den Warden nochmal was genauer an, wenn ihr möchtet. Zu ihm gibt es nämlich auch sehr, sehr viele interessante Geheimnisse, die ich mit Sicherheit weiß, die auch nicht jeder kennt. Also, das war's von mir. Danke fürs Zuschauen, Freunde. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Ciao.